ich muss zum Plus-Size-Casting wegen der Story. Da war eine tolle Energie in der Luft. Was extrem wichtig ist, ist einfach die Freude an sich und seiner Figur. Stacy ist eine super Journalistin, weil sie mit Herzblut dabei ist. Was meinst du, wie die Fashion-Welt so in 5 bis 10 Jahren aussehen wird? Ich habe so einiges mitnehmen können. Jackpot. Robin, ich habe mir die Aufgabe angesehen. Mich würde interessieren, wie es dir gefallen hat. Also es hat mir ziemlich gut gefallen. Die Aufgabe war spannend. Ich finde euer Office mega geil. Und ich könnte mir gut vorstellen, hier zu arbeiten. War echt gut. Schön. Ich habe mir die Aufgabe gut angeguckt. Es war ein mini kleiner Fehler drin. Fürs erste Mal tipptopp. Ich kann mir das gut vorstellen. Vielleicht probieren wir das aus. Und jetzt ist ja gerade Fashion Week. Ich habe dir schon ein bisschen von deiner Zeit geklaut. Du möchtest doch bestimmt hin, oder? Ja, wäre schon geil, noch was davon mitzuerleben. Das dachte ich mir. Also ich entlasse dich jetzt. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns. Super, danke schön. Wie fandest du die Looks? Hast du ein paar gesehen, die du geil fandst? Ich habe ja nicht viel gesehen, ne? Aber das, was ich gesehen habe, war sommerlich. Aber was mich die ganze Zeit stört, ist, ich habe es nicht einmal geschafft, ein geiles Instagram zu bekommen. Ich auch nicht. Neue Location, aber nicht Instagrammable. Ja. Ich finde, das müssen wir unbedingt diese Woche noch ändern. Das müssen wir machen, ein bisschen unbedingt. Content. Oh mein Gott, ich habe Claudi Zakrocki getroffen. Claudi wer? Robin. Die Chefredakteurin von Refinery29. Ach so, und? Und ich habe ihr von meiner Story erzählt. Ich will ja über Plus Size schreiben, über Curvy Models. Und die war richtig begeistert. Ich muss heute später los, um da ein bisschen Recherche zu machen und gehe dann halt auch zum Plus-Size-Casting. Krass, heute noch alles? Ja, ich überlege halt, ob ich das alles schaffe. Du hast schon eine Menge zu tun. Hallo! Da ist sie ja. Wir müssen wieder los. Ja, ich muss. Hallo. Sowieso. Wir warten schon die ganze Zeit auf dich, Schatz. Tut mir leid, ich war noch so ewig im Boxsalon fürs Praktikum. Ich musste arbeiten. Ja. Ich muss jetzt auch leider weiter. Ich muss zum Plus-Size-Casting wegen der Story. Deswegen sage ich jetzt schon mal tschüss. Ich wünsche ganz viel Spaß und Erfolg. Viel Erfolg. Wir sehen uns, Schatz. Halt dich auf dem Laufenden. Ja. Du machst das. Ciao. Also für mich heißt es jetzt keine Shows mehr, sondern wirklich work, work, work. Da war eine tolle Energie in der Luft. Das ist mal was anderes als die üblichen Veranstaltungen auf der Fashion Week. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns echt mega. Ist euch warm? Ja. Wir wollen sicher gehen, dass wirklich niemandem hier zu kalt wird. Das ist ganz wichtig. Wow, so viele Kurven. Man merkt, du möchtest. Und vor allem ganz tolle Szene. Liebe Sina, vielen Dank. Wir machen noch ein Bildchen mit dir. Hallo Carola. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja. Ab wann kann man denn da mitmachen? Also was würdest du sagen, was muss man da mitbringen, um da zu gewinnen und da mitzumachen? Was würdest du sagen? Was extrem wichtig ist, ist einfach die Freude an sich und seiner Figur und das nach außen zu transportieren. Ja. Ich glaube, da hat man großartige Chancen. Was ist jetzt für dich die Bedeutung von Plus Size? Dass es einfach Zeit wurde durch das Social Media, dass da jetzt eine Lobby entstanden ist, die nach außen geht. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, Fashion Week einfach sichtbar zu sein, zu sagen, okay, es gibt uns und wir wollen mitspielen und wir haben das gleiche Recht wie alle. Ich danke dir, Carola. Danke dir, dass für die es so spontan Zeit klappt hat. Ja? Vielen, vielen Dank. Genieß die Show. Du auch. Ciao.
Du bist ja gerade auch gelaufen. Ja. War es das erste Mal für dich oder? Ich war lange Zeit am Theater, so übers Studium. Ja. Und da läuft man natürlich auch und macht diese Körperspannung. Aber das Laufen auf dem Laufsteg ist schon was anderes. Ja. Und wie findest du, dass das während der Fashion Week ein Plus-Size-Casting stattfindet? Ich finde, das ist ein großer Schritt nach vorne, weil im Grunde genommen hat dieses Plus-Size-Thema gefehlt. Und es ist doch so präsent in Deutschland. Ja, das stimmt. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Es ist jetzt eine Bewegung und ich finde diese Bewegung extrem gut. Und sie kann gerne noch größer werden und ankommen und dass halt jeder sich wohlfühlt in seiner Haut. Also egal, ob welche Größe oder welche Hautfarbe oder ähnliches. Hast du was dagegen, wenn ich mit dir ein Selfie mache? Einmal lächeln. Super. Ich danke dir. Man hat echt gemerkt, dass sie sich wohlfühlt in ihrem Körper und ich habe so einiges mitnehmen können. Stacy ist eine super Journalistin, weil sie mit Herzblut dabei ist und weil ihr die Stories, die sie schreibt, immer persönlich wichtig sind und sie dementsprechend richtig viel Effort reinsteckt. Und dann noch ein Interview mit Ricardo und Tanja. Jackpot. Hallo. Hallo, Ricardo. Freut mich auch. Hi. Grüß dich. Erstmal Kompliment. Richtig tolle Show. Habt ihr bereits Favoriten? Ich finde es toll, dass so viele Mädchen und Jungs auch so mutig sind, sich zu präsentieren. Vor allem, weil es ja alles keine professionellen Models sind, sondern wirklich ganz normale Menschen. Und man sieht auf jeden Fall dem einen oder anderen an, ob er geübt hat oder nicht. Und ich glaube, das entscheidet letztendlich auch. Also wenn man sieht, dass jemand eine gute Ausstrahlung hat, sowas fällt in jedem Fall sofort auf. Könnte ich jetzt auch mitmachen oder müsste ich jetzt noch ein paar von... Okay, also wir suchen ab 42. Okay, offiziell. Aber nach oben hin eigentlich Open End. Also wir hatten letztes Jahr die größte war die Tess Holliday mit einer 56. Und was meinst du, wie die Fashion Welt so in 5 bis 10 Jahren aussehen wird? Meinst du, wir werden dann endlich mal so ein Curvy Model auf der Vogue sehen? Ich glaube, die Modewelt orientiert sich immer mehr an den Verbrauchern. In den 90ern hat die Modewelt es diktiert und wenn du es nicht gut fandst, dann hast du auch deiner Freundin gesagt, ich fände es nicht gut, aber du konntest nichts tun. Heute kannst du ins Internet gehen und kannst mit einem einzigen Kommentar eine komplette Lawine lostreten. Und deswegen glaube ich, dass die Modewelt der Zukunft orientiert sich auf jeden Fall viel, viel mehr an ihren Verbrauchern. Und deswegen glaube ich, wenn die Menschheit das will, dass ein Plus-Size-Model auf der Vogue sein will, dann wird es auf jeden Fall auch so sein. Warum, wie du sagst, ist immer nur die Quotendicke, die Quotenmoppel zwischen den ganz normalen. Also unser Ziel ist letztendlich auch mit diesem Talk so ein bisschen Umdenken zu erreichen, aber halt auch zu sagen, okay, unser langfristiges Ziel wäre auf jeden Fall, dass alle Größen verschmelzen, dass wir eigentlich sowas wie heute gar nicht mehr machen müssen. Aber bis dahin müssen wir erstmal Plus-Size positiv besetzen, was sehr schwierig ist. Der Plus-Size weiterhin ein negatives Image hat und das versuchen wir aber mit unserer Veranstaltung und auch mit den Plus-Size Fashionistas in Hamburg zu ändern. Es hat mir sehr geholfen, dass Ricardo einen O-Ton gegeben hat, weil das halt für die Story einfach gut ist, ein bekanntes Gesicht zu haben. Danke schön für die gerne, Zeit. Danke. Gerne. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Ricardo, können wir noch ein Selfie? Danke, Ricardo. Also, ich werde natürlich jetzt erstmal anfangen zu schreiben. Ich habe ja diverse Eindrücke gesammelt und das werde ich jetzt alles niederschreiben und das eventuell der Claudi dann schicken. Schönes Wetter, coole Outfits. Lass uns doch die Chance ergreifen, vielleicht ein paar Fotos zu schießen. Scheiße, Schatz, ich glaube, wir sind ein bisschen zu spät. War ich ehrlich gesagt schon ein bisschen pisst. Ja, vom Stil hat mich halt nicht wirklich jemand überzeugt, auch vom Erscheinungsbild mir gegenüber. Der Druck an dem Tag war ehrlich gesagt vor allem vorher vorhanden, weil währenddessen muss man dann funktionieren. Ihr wollt nichts von Fashion Future verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Kanal.